Startups den ganzen Tag nicht nur wild gezeichnet haben, sondern sozusagen entdigitalisiert haben, sondern auch wilde Gespräche geführt haben, die den einen oder anderen wirklich extrem auch nochmal dahingehend auf die Hörfähigkeit belastet, geprüft haben. Also da nochmal meine Entschuldigung, das war natürlich manchmal ein bisschen größere Geräuschkulisse dort, aber die Gespräche waren, glaube ich, sehr gut, die dort geführt wurden und auch nötig. Diese 10 Startups, die Sie dort sehen, wurden ausgewählt von Professor Meissner, den Sie vorab schon mal auf der Bühne gesehen haben, und von Herrn Dr. Gillig. Die beiden Herren haben sich jetzt im Laufe des Tages mit diesen 10 Startups auseinandergesetzt nochmal. Vorher hatten Sie ja mehr oder weniger nur die schriftliche Dokumentation. Jetzt hatten Sie wirklich auch das Team dahinter mal. Und nichts zählt besser und mehr als eigentlich die Personen hinter einem Startup. Insofern konnte man jetzt den Austausch mit diesen Personen nochmal pflegen. Und aus diesen 10 Startups, so wie im Programm angekündigt, kommen jetzt 3 nacheinander auf die Bühne, wo die Juroren, Professor Meissner und Herr Dr. Gillig, denken, das sind die 3, von denen Sie auf jeden Fall erfahren sollten. Das Prozedere wird folgendermaßen sein, dass es gibt kein Ranking 1, 2 oder 3, also wir haben hier, jeder der 3 ist der erste Platz, muss man dazu sagen, und wir werden einen nach dem anderen auf die Bühne rufen, werden uns gemeinsam hinsetzen, die Person oder das Team bringt auch sein Gemälde mit, auch wenn Sie es vielleicht nicht im Detail sehen, aber dann soll die Person entsprechend auch mal erklären, was sie eigentlich damit bezwecken möchte und sich kurz vorstellen. Anvisiert haben wir, glaube ich, sowas wie 5, 6 Minuten oder ein bisschen mehr. Und dann haben Sie alle 3 im Bilde. Und danach würde ich Sie nochmal ambitionieren, nicht nur mit den 3, sondern auch mit allen 7 anderen nochmal intensiv die Gespräche zu führen. Ich glaube, gerade bei den Startups war die Herausforderung, das Entdigitalisieren und nochmal das Rückführen auf die wesentlichen Werte, die Sie transportieren wollen, über Ihre Idee. In diesem Sinne, Herr Dr. Gillig, wer ist es geworden? Vielen Dank, Herr Dr. Gebert. Mein Name ist Herbert Gillig, ich leite die Gründungsförderung am Strascheck Center und vielleicht noch mal ganz kurz, wir können jetzt wirklich nur 3 Teams präsentieren, aber alle 10 haben wirklich, wie ich finde, ganz tolle Arbeit geleistet und mit diesem innovativen Instrument sind die richtig gut umgegangen. Deswegen würde ich sagen, geben wir allen 10 vielleicht noch mal einen kurzen Applaus. Und der Professor Meissner und ich haben das jetzt auch ein bisschen Crowdfunding-mäßig gemacht. Das heißt, wir haben das jetzt nicht ganz allein entschieden, sondern wir haben hier mit einigen noch diskutiert und Stimmungen abgeholt, um schlussendlich die 3 Namen zu haben. Und jetzt will ich es gar nicht länger spannend machen. Ne? Das Ganze in alphabetischer Reihenfolge. Bei dem ersten Team geht es um das Thema Medizin, es geht um das Thema Visualisierung. Ich bitte das Team 3D-Medizin mit dem Herrn Johannes Atze auf die Bühne. Ja, also wie Sie schon gehört haben, mein Name ist Johannes Atze. Ich bedanke mich arg, hier überhaupt teilnehmen zu dürfen. Und wenn ich jetzt auch noch hier auf der Bühne stehe, finde ich das noch 3 besser. Zu entdigitalisieren ist für jemanden, der den ganzen Tag mit digitalen Bildern und Filmen zu tun hat, ganz schön schwer. Wir haben vor allen Dingen auch mit vielen Farben zu tun. Das musste jetzt eingedampft werden auf binär, schwarz und weiß. Und ich versuche jetzt mal mit einem halben Elevator-Pitch zu erklären, was wir tun. Wir sind seit 1993 ein Produktionshaus für Animation und Visualisierungen und auch ein Entwicklungsteam für interaktive Anwendungen. Bei uns gab es einen einschneidenden Punkt, das war 2009, sind wir in die Medizinvisualisierung eingestiegen und haben seit dem Zeitpunkt 3D-Anatomie, also kein CAD-Modell eines Autos, sondern vom Menschen weiterentwickelt und haben hier inzwischen eine sehr, sehr, sehr große Datenbank aufgebaut. Auf Basis von dieser 3D-Anatomie-Datenbank haben wir in den letzten 3 bisher so circa 5.500 Bilder produziert und viele, viele Minuten Animation. Wir haben noch andere Dinge daraus gemacht. Man kann aus diesen 3D-Objekten natürlich wieder retour gehen und kann wieder was zum Anfassen produzieren, 3D-Print. Man kann also aus diesen Anatomiemodellen 3D-Prints ganz einfach erzeugen. Und wir haben ein System entwickelt, mit dem man sehr einfach Apps
mit einem Content-Management-System aufbauen kann und aktuell halten. Jetzt ist es an der Zeit quasi, dass wir mit diesem Fundus rausgehen auf den Markt und wir wollen eine Plattform bilden, wo man quasi das Rundum-Sorglos-Paket im Bereich Medizin-Visualisierung anbieten wollen. Es könnte dann so ausschauen, dass wir zum einen eine Bilddatenbank haben, so wie es viele gibt, aber dort eben nur mit selbstproduziertem Material. Es gibt eine Menge von Animationen und man kann zu jedem Objekt oder Organ, was man sich raussucht, noch eine Animation ordern. Das kann ein 360-Grad-Kameraflug zum Beispiel um dieses Organ sein. Man kann 3D-Pins ordern und man kann eine Auswahl aus den Bildern und aus den Animationen wählen und kann dann daraus sich eine App zusammenstellen lassen. Wer wäre dann die Zielgruppe? Grobe Richtung 3 Hauptbereiche, medizinische Fachberufe, allein DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, gibt es ca. 350.000 Ärzte. Ich habe jetzt gerade ein Portal entdeckt, da werden Ärztefortbildungen gelistet. Hat einer eine Ahnung, wie viele Ärztefortbildungen es pro Jahr in Deutschland gibt? Irgendeine Vorstellung? 80.000. Das heißt, in diesem Bereich gibt es einen großen Bedarf für Illustrationen, für Dokumentation. Vor allem in der Arzt-Patienten-Kommunikation ist, glaube ich, doch einiger Nachholbedarf da. Ein Tablet, wo die entsprechenden Bilder vorhanden sind, mit denen kann also viel einfacher einem Patienten erklärt werden, von was der Arzt eigentlich spricht, weil der sich selten von seinen wissenschaftlichen Ausdrucksweisen lösen kann. Der andere Bereich ist der Normalmensch. Das könnte ein Patient sein. Kann jemand sein, der sich nur für seinen Körper interessiert. Auch dieser Markt ist riesig. Jeder von Ihnen wird die Apothekenumschau schon mal in der Hand gehabt haben. Das ist das zweitumsatzstärkste Magazin in Deutschland nach dem ADAC-Magazin. Das heißt, Apps für die unterschiedlichen Themengebiete, Kardiologie, den Kopf, den Hirn. Es gibt Demenz ist ein großes Problem geworden. Kein Mensch weiß, was es genau ist. Jeder spricht davon, all diese Themen kann man sehr einfach, sehr schön mit viel Bildmaterial und Animationen aufbereiten. Dazu brauchen wir natürlich Partner, das sind Experten. In dem Fall wären es Ärzte zum Beispiel. An der ersten App arbeiten wir gerade, das würde dann Kardiologie sein. Zum anderen kann man auch diese Bilder sich in Kunstdruck produzieren lassen. Wir haben eine Physiotherapie, die haben ihre ganze Praxis mit diesen Motiven auf Leinwand jetzt ausgestattet. Dafür braucht man Partner, die den Druck übernehmen und vor allem auch diesen 3D-Print, den werden wir nicht selbst im Haus haben. Und dann gibt es natürlich ganz individuelle Produktionen, die von der Medizintechnikindustrie, Pharmaindustrie in Auftrag gegeben werden, mit denen sie dann ihre eigenen Produkte präsentieren, die Wirkungsweisen von neuen Medikamenten. Und das ist aktuell unser tägliches Brot und mit all diesen Projekten wächst automatisch wiederum diese Datenbank. Das heißt, es ist hier so angedeutet, der Deckel hebt sich. Das ist das Schöne jetzt an diesem Projekt. Wir haben ja bis jetzt an Architektur irgendwelche technischen Dinge visualisiert. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen. Dann ist es aus. Dann geht das neue Projekt geht wieder von null an. Medizin ist wie ein schneller Brüter. Jedes neue Projekt sorgt dafür, dass das Material immer mehr wird und damit vor allen Dingen in Zukunft Medizinvisualisierung wesentlich günstiger wird, wie es aktuell ist, weil wir fangen ja nicht bei null an. In der Regel haben wir mindestens 80% im Bestand und müssen dann noch ein bisschen dazu konstruieren und können dann darauf dann die eigentliche Produktion stattfinden lassen. Das ist so jetzt mal im Rundumschlag, was wir vorhaben. Wir brauchen dann noch ein paar Leute dazu. Wir brauchen dieses Portal. Dafür brauchen wir dann ein bisschen Geld. Und vielleicht war das heute ein Schritt, diesem Ziel näher zu kommen und nächstes Jahr online zu gehen. Danke. Vielen Dank, Herr Atze. So, das zweite Team, wieder in alphabetischer Reihenfolge, ist ein Team,
da war der Ideengeber nicht so ganz zufrieden mit seinem Studium. Das heißt, er hat sich überlegt, wie kann ich das ändern? Wie kann ich das Studium sinnvoller gestalten? Und besonders hat der Jury hier auch der soziale Gedanken an dem Unternehmen gefallen. Ich bitte jetzt das Team Bitbanana mit Michael Andoni auf die Bühne. Ja, fantastisch. Dann erstmal vielen Dank, dass ich hier stehen darf. Ich glaube, gerade für mich als jemand, der hier zur jüngeren Demografie hier gehört, ist es was ziemlich Besonderes. Ich bin ja noch Student, ich bin jetzt gerade im dritten Semester, von daher eine fantastische Gelegenheit, hier zu reden. Besonders, weil ich seit dem ersten Semester extrem unzufrieden mit meinem Studium bin. Also ich habe zum Studieren angefangen und hatte fantastische Ideen. Ich wollte Apps machen, ich wollte Spiele entwickeln. Ich hatte so viele Ideen und musste feststellen, dass mein Studium mich dieser IT-Idee nicht wirklich nahegebracht hat. Ich war also extrem demotiviert und habe mich lange gefragt, welche Vorlesung ich denn verpasst habe, dass ich nicht wusste, was ich tun soll. Und tatsächlich gar keine Vorlesung, denn Vorlesungen haben nicht den Sinn, dass sie mir beibringen müssen, wie ich meine eigenen Projekte realisiere. Vorlesungen und alles andere, was ich in der Universität lerne, gibt mir eine Grundlage, auf die ich selber aufbauen muss. Das ist meine eigene Verantwortung. Als ich diesen Schritt geistig gemacht habe, wurde mir und meinen fantastischen Kollegen, dem Lukas und dem Hendrik, klar, was wir tun müssen. Wir müssen also eine Möglichkeit schaffen, in der Studenten auf dieses Fachwissen ihr eigenes Ding aufbauen können. Und das ist Bitbanana. Genau hier sind wir. Was machen wir also? Wir bringen die Studenten, denen es geht wie uns, und die Schüler, denen es geht wie uns, zusammen, die Lust haben, ihre eigenen Projekte zu machen. Zusätzlich sammeln wir die Ideen für IT-Projekte wie Software, Webanwendungen, Apps, Spiele. Alles sammeln wir in unserem Netzwerk zusammen mit den verschiedenen Fachkompetenzen von Entwicklern, Grafikern, BWLern, Psychologen und den Ressourcen, die sie brauchen, um das zu verwirklichen, dass die Hemmschwelle zum Realisieren der eigenen Projekte auf null reduziert wird. Und genau hier passiert dann die Magie. Hier ist Bitbanana und hier ist unser Inkubationsprozess. Wir versuchen also, die Sachen, die wir hier gesammelt haben, zu nutzen, damit die Studenten ihre eigenen Ideen, an die sie selber glauben, verwirklichen können. Oder dass Studenten Projekte finden, von denen sie zu 100% überzeugt sind und sie realisieren können. Und hierfür haben wir einen Förderungsprozess, der dafür sorgt, dass es im Gegensatz zu Projekten, die wir alle schon erlebt haben, zumindest im Gründerteam, nicht passiert, dass nach der Hälfte des Projekts die Motivation abflaut und das Projekt nicht zustande kommt. Und deshalb haben wir hier eine Produktpipeline. Mit diesem Input generieren wir Output, nämlich Softwareprojekte, und die veröffentlichen wir, und zwar unter unserer fantastischen Marke Bitbanana, die man hier sehen kann. Das heißt, hiervon profitiert jedes einzelne Team, denn die Marke selber sorgt dafür, dass wir uns eine super Positionierung im App-Markt garantieren können, und davon profitiert jedes einzelne Team und die Marke an sich. Jetzt ist natürlich wichtig, wir suchen hier nicht nach billigen Arbeitskräften. Das ist nicht unser Ziel. Das heißt, die Mehrheit aller Umsätze abzüglich der Kosten für den Vertrieb gehen an das Team, das die Idee realisiert hat. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Leute, die ihren Traum verwirklicht haben, dass dieses Gefühl von Ownership auch durch den Umsatz erleben müssen. Denn nur so kann es gerechtfertigt sein, dass wir ihnen helfen und sie nicht über den Tisch ziehen. Und letzten Endes generieren wir noch etwas, und das ist ebenso wichtig, denn wir generieren Praxiserfahrung. Das heißt, wir bauen auf das Wissen vom Studium auf und sorgen dafür, dass aus dem Studium Studenten kommen, die nicht nur auf Prüfungen lernen können und nicht nur in Nächte-Marathons ihr Wissen aneignen können, sondern die Praxiserfahrung haben, die in Teams arbeiten können, ein Team motivieren können und sich selber Ziele setzen. Die also mit einer ganz anderen unternehmerischen Überzeugung aus der Universität rauskommen. Und ich denke, dass gerade dieses Mindset langfristig extrem wichtig ist für Arbeitskräfte in der Zukunft. Und hier wollen wir als Bitbanana unseren Beitrag leisten, indem wir eine ergänzende Lernumgebung zur Universität erstellen wollen. Das ist unser Konzept. Ja, vielen Dank, Bitbanana. Nehmen Sie Platz, bleiben Sie gerne bei uns. Dann kommen wir jetzt zum dritten Team. Hier geht es, beim dritten Team geht es um das Thema Werbung. Und zwar darum, vor allem kleinen Unternehmen, lokalen Dienstleistern zu ermöglichen, Werbung zu schalten und wirklich die Kunden in ihrer Nähe mit ihren Produkten anzusprechen. Es ist auch technisch nicht ganz anspruchslos, deswegen freue ich mich sehr, das Team Mobalo mit Tom Rauke zu begrüßen.
Ja, mein Name ist Tom Raue von Nobalo. Ich glaube, die hinteren Reihen, die werden es ein bisschen schwierig haben. Und zwar, wenn man sich kleine Unternehmen anschaut, wenn die effektive Werbung machen wollen oder wenn sie überhaupt Werbung machen wollen, was machen die heutzutage? Naja, die stellen Schilder vor ihren Laden. Was machen sie noch? Sie drucken Flyer. Da stellt sich dann die Frage, naja, Druck kostet natürlich, aber vor allen Dingen, wer designt mir das? Ne? Mache ich das selber? Wenn ich jetzt irgendwie keine Photoshop-Ausbildung habe, wird das schwierig. Dann müssen die Flyer noch verteilt werden oder sie machen Out-of-Home-Werbung, macht aber auch nicht wirklich jemand. Jedenfalls haben die alle keine echte Marketing-Expertise. Die meisten wollen auch gar keine Werbung. Und das ist das Problem, vor dem die im Moment stehen. Aber wir glauben, dass eben jedes Unternehmen in der Lage sein sollte, effektive und moderne Werbung zu machen, die funktioniert. Deswegen haben wir Mobalo entwickelt. Was macht Mobalo? Bei uns können die Einzelhändler ihre eigene textbasierte Werbung gestalten, die dann in einem Umkreis um ihr Unternehmen auf Smartphones und Tablets ausgeliefert wird. Und zwar in Webseiten und Apps, die Nutzer sowieso schon nutzen. Also nicht nochmal eine App, wo dann die Werbung angezeigt wird, sondern beim Angry Birds spielen, beim E-Mails checken, beim Wetter checken, beim was auch immer. Das Ganze nennt sich hyperlokale Mobile-Werbung. Der Vorteil unter anderem ist, wir starten schon bei 99 Euro. Also das hier macht Ihnen auch eine Agentur, aber die nehmen halt, sagen wir mal, mindestens 3.000 Euro, dann haben Sie aber noch keinen Banner eigentlich, kein Design, kein gar nichts. Bei uns sind die Banner textbasiert. Bei uns geht es los ab 99 Euro, dafür kriegen die Nutzer 10.000 Banner-Impressions pro Monat, die werden gleichmäßig verteilt. Es ist flexibel, das heißt, ich kann theoretisch täglich auch den Text von meinem Banner ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gastronom bin und mir ein bisschen Aufwand mache, könnte ich sogar jeden Tag mein Mittagsmenü reinstellen. Ja, und dann steht da Penne Arrabbiata heute bei dir um die Ecke für 4,50 Euro. Hast du nicht Bock oder irgendwie so? Das Ganze ist sehr, sehr einfach zu verwenden. Man braucht überhaupt gar keine Marketingerfahrung. Ich habe in 3 Minuten eigentlich meinen Account. Und der Vorteil ist auch, die ersten 10 Euro sind tatsächlich umsonst. Also wir schenken neuen Nutzern effektiv 10 Euro. Dazu müssen sie nicht mal was ausgeben. Also sie müssen sich einfach einen Account erstellen, sagen, wo ist mein Unternehmen oder mein Point of Interest. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Dafür kriegen sie dann 1.000 Banner-Impressions und möglicherweise schon die ersten 9 Kunden in ihren Laden. Was haben wir für ein Marktpotenzial? Ja, wie gesagt, wir haben die ganz kleinen Unternehmer. Dann haben wir natürlich auch etwas größere Unternehmer, also Franchise-Nehmer zum Beispiel. Oder Franchise-Unternehmen. Oder einfach jemanden, der mehrere Läden in einer Stadt hat. Oder natürlich auch, wir sind natürlich auch interessant für größere Unternehmen oder Media-Agenturen. Zur Kreativität von seinem eigenen Produkt kann man natürlich auch locker mal von seinem eigenen Standort weggehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Hersteller von Fußball-Fanartikeln, dann könnte ich ja als Adresse alle Fußballstadien Deutschlands nehmen und da meine Werbung ausspielen. Wenn ich Autoversicherer bin, Gott sei Dank sind die meisten Autohäuser in einer Stadt relativ auf demselben Haufen. Na, dann nehme ich die doch mal alle und ziehe einen Radius von 1 Kilometer und spiele da meine Werbung aus. Oder ich bin ein Luxusartikelhersteller, ein Armani zum Beispiel. Naja, wo treiben sich meine Kunden rum? Ja, wahrscheinlich in der Maximilianstraße, in der Köhen Düsseldorf und in Ingolstadt Village. Das heißt, der Kreativität sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Ja? Also im Prinzip ist es relevant für jede Dienstleistung und jedes Produkt, das irgendeinen lokalen Zusammenhang herstellen kann zwischen seinem Produkt und seiner Dienstleistung und einer Lokalität, wo treibt sich meine Kundschaft rum. Wir starten in Deutschland, gehen dann wahrscheinlich nach England und die Nordics, weil die einfach, sage ich mal, mobile, vorsichtig formuliert, etwas affiner sind als die Deutschen. Vor allen Dingen, was Mobile Advertising anbelangt. Zum Strategic Fit, so wie ich ihn verstanden habe, Marketing, Frontend und Backend Design haben wir in-house. Der Rest, also Design und Rechtsanwalt, Consulting, PR, Sales, Supplier, Accounting, Supporting und so weiter, ist ausgelagert und eben wird durch Dienstleister abgebildet. Wer sind wir? Ich bin der Tom, wie gesagt. Ich habe 8 Jahre Erfahrung im Marketing, bin 35.
Der Manfred ist 45, der hat 15 Jahre Erfahrung in Backend- und Systemprogrammierung. Und der Michael kümmert sich um Frontend-Design, der hat auch 15 Jahre Erfahrung in dem, was er so tut. Also ja, ich würde mich generell über Kontakte freuen, die irgendwie eine Synergie, sag ich mal, darstellen zu dem, was wir tun. Entweder als Werbetreibender oder als Supplier oder als Dienstleister oder als was auch immer. Also ich bin da sehr offen. Ja, ich bin auch noch ein bisschen da. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Raue. Nachdem wir jetzt diese drei tollen Ideen gehört haben, vielleicht die Frage, wann kommen Sie denn alle an Markt? Und wenn es noch nicht feststeht, was fehlt Ihnen noch? Ach so, ja, ich habe es gerade noch in der Hand, deswegen gebe ich mal nach links weiter. Also wir gehen live in ungefähr, naja, mal optimistisch formuliert, einem Monat. Das Gute daran ist, unser Backend, das heißt, wie das Ganze funktioniert, das steht schon. So diese Frontend- und Design-Geschichten, da hatten wir ein bisschen Pech mit ein, zwei Dienstleistern. Ein Datum, das können sich alle merken dann. Bitte? Ein Datum, das können sich alle merken. Wann geht's los? Also ich würde mal sagen, was haben wir jetzt? 21. Das müsste dann Weihnachten sein, ne? Ist auch albern. Wobei es wäre eigentlich ganz passend, so für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke irgendwie. Ja, also sagen wir in einem Monat. Also nageln Sie mich nicht fest, aber am 21. Dezember, sagen wir mal. Da hat meine Mutter Geburtstag, das wäre auch ganz nett dann, glaube ich. Super. Wann geht's bei Bitbanana los? Also wir arbeiten schon an Projekten seit 6 Monaten und unser erstes Projekt geht nächste Woche online. Sehr schön. Herr Arze, bei Ihnen? Produktionstechnisch sind wir seit 20 Jahren online. mit der Plattform würde ich sagen Investor plus 6 Monate. Und ich hoffe, dass das dann Sommer nächsten Jahr sein wird. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt noch Zeit, vielleicht noch 2, 3 Fragen aus dem Publikum, die Sie vielleicht noch nicht klären konnten. Gibt es Fragen an die drei Teams? Bitte. Ja, ich hätte eine Frage zum letzten Startup, wie das genau funktioniert mit dem, also im Backend quasi, wie die Werbung da ausspielt und die Nutzer lokalisiert. Ist das wie mit Beacon oder kann man das damit vergleichen? Das funktioniert so über Real-Time-Bidding, wie sich das nennt, und programmatisches Buying, das ist so die Zukunft des Media-Einkaufs, an die sich alle irgendwann gewöhnen müssen. Das funktioniert so, dass wenn Sie eine App aufmachen, eine kostenlose App, und da ist schon ein Bannerplatz drin, dann sagt Ihr Handy zum Provider, der die App programmiert hat, hey, da macht einer gerade deine App auf, gib mir doch mal ein Werbemittel. Dann sagt der Provider, habe ich keinen Bock drauf, ich habe mein Werbeinventar in eine Real-Time-Bidding-Plattform gestellt. Dann sagt die Real-Time-Bidding-Plattform, hallo, ich habe hier einen Banner. Und an die Real-Time-Bidding-Plattform sind eben verschiedene Advertiser angeschlossen, meistens Media-Agenturen und halt eben auch ich. Die schauen sich das Banner an, alles programmatisch natürlich. Und dann schaue ich mir das Banner an und sage, aha, sind da Geodaten drin? Ja. Aha, ja, wo ist der denn? Ah, der ist da. Habe ich da eine Kampagne? Ah, ja, habe ich. Okay, dann biete ich auf diese Impression. Dann gewinne ich diese Impression, weil ich normalerweise mehr zahlen kann als die anderen, weil lokalisierte Werbung eben noch keiner macht. Dann geht es praktisch alles wieder zurück und auf Ihr Handy. Das Ganze passiert in so 100 bis 300 Millisekunden. Dankeschön. Ist das so ungefähr? Ja. Okay. Bitte? Ja, jeder fragt mich warum, ich weiß es nicht. Ich hatte die Idee, habe auch keinen Businessplan geschrieben irgendwie, weil digitales Zeug einkaufen und teurer verkaufen ohne Lagerhaltung und so, fand ich eine ganz gute Idee. Deswegen habe ich einfach mal gemacht. Ja, also wir sind mit dem Produkt, mit der Zielgruppe sowieso schon, die allerersten, ja. Also ich kenne niemanden, der das macht jedenfalls, vielleicht, ja. Schön, gibt es weitere Fragen? Zu dem Beitrag gerade genau nochmal. Was passiert denn einfach, wenn vor dem Hintergrund der ganzen NSA-Datensicherheitsdiskussion genau diese Geolokation ausgestellt wird bei Handys? Ja, dann sehe ich es ja auch nicht. Also ich sehe es natürlich nur von Apps und Webseiten, die den Nutzer gefragt haben, hey, darf ich deine Geolokation verwenden? Und der sagt ja und dann sind die Geodaten in dem Banner drin. Und nur dann sehe ich das Banner. Sonst kommt ein Banner an und da sind gar keine Geodaten drin. Das schaue ich mir gar nicht an.
Vielen Dank. Dann würde ich sagen, nochmal einen herzlichen Applaus an alle drei Teams und auf das bald alle am Markt sind. Vielen Dank. Das waren die Posterpräsentationen mit den drei Teams und nochmal die herzliche Einladung. Diskutieren Sie weiter mit den Teams.